Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso und Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und wir sind hier bei den Stellen von Windhelm. Ja, warum ist das so? Ganz einfach. Wir waren das letzte Mal ja oben bei den Graubärten und haben ja vorher mit Delphine gesprochen. Ich bin eigentlich hier in Himmelsrand, weil ich mit Dosita einen heben wollte, aber die ist in letzter Zeit so angespannt, eben weil, ja, so viele Drachen und der Bürgerkrieg und so. Und drum war sie der Meinung, wir müssen da jetzt unbedingt mit der Hauptquest weitermachen. Und da schauen wir gleich, was da so ansteht. Die Richtung stimmt einmal. Und wir werden, ja, weil so lange eine Pause zwischendrin war, uns da sicher ein paar Mal verfranzen, aber die Quest heißt Eine Klinge im Dunkeln. Delphine glaubt, dass die Drachen wieder zum Leben erwachen und der nächste sich nahe der Stadt Kühne Schein wieder erheben wird. Sie hat versprochen, mir mehr über sich und ihre Ziele zu verraten, sobald ich sie davon überzeugt habe, dass ich das Drachenblut bin. Dazu muss ich den Drachen töten. Okay. Das nächste Ziel ist natürlich, findet den Drachenfriedhof. Wir schauen da auf der Karte, wo der ist. Ist, ja, und ja, meine Stimme ist noch immer nicht perfekt. Was soll ich machen, Leute? Es ist einfach so. Wir sind hier in Windhelm, Stelle von Windhelm, und gerade südwärts schaut so aus, als ob wir, ja, dort hinkommen. Wir marschieren einfach mal drauf los. Straßen, muss mal schauen, ob da eine Straße hinführt. Bin mir da jetzt aber nicht sicher. Entweder am Fluss entlang und dann nach links halten. Ja, wir werden das einfach so machen, ja? Wir laufen da mal zu. Darunter die Straße, die kennen wir ja schon. Da haben wir auch schon einen Drachen besiegt. Und laufen wir mal drauf los, ja? Ich muss halt die Kamera ein wenig anders einstellen. So, und schon geht's weiter. Da ist der Fluss, passt. Ah, kommen wir direkt über den Berg eigentlich, oder nicht? Ne, scheint nicht so. Ja, dann laufen wir zu. Es ist eine ziemlich lange Zeit her, dass wir in Himmelsrand waren. Und ich muss mal schauen, wie wir da ausgerüstet sind. Was haben wir da? Aha. Okay. Okay, ja. Das müsste hinkommen. Okay, gut. Ich höre da schon wieder. Ja? Nein, Drachen, egal. Wir laufen da mal. Ich glaube, die Redissima, geht das da? Überhaupt? Ah, wir fragen da mal. Nach dem Weg, ha? Ah, da ist sie ja schon. Wir müssen herausfinden, was da oben vor sich geht. Ja, dann machen wir das. Wie machen wir das? Delphine, ja. Kommt. Wir müssen herausfinden, was da oben vor sich geht. Okay, ja, dann komm. Also da oben, schätze ich mal. Und ja, wir sind ja schon eine kleine Armee wieder mal. Mit dabei ist natürlich unser Großvater Riffraff und unsere zweite Aedra. Ja. Naja, ich bin jetzt aufmerksam gemacht worden, dass es da einen tollen Quest gibt mit den Daedras in der Felsenstadt. Und den werden wir danach auch machen. Jetzt weiß ich nicht. Oh. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache, er greift an. Ein Drache greift Kühneschein an? Ich weiß nicht genau. Jetzt noch nicht. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Kommt, ja, beeilt euch. Wir kommen vielleicht zu spät. Ja, dann laufen wir mal zu. Das ist die Stadt? Okay. Und da oben ist schon der Drache. Ja.
Schaut euch diesen riesigen Mistkerl an. Behaltet den Kopf unten, mal sehen, was ihr macht. Ja, vom Schleichen halten wir nicht so mit, gell? Geh nur mal vor, hast schon recht, ja? So, wir müssen da, glaube ich, wieder mal was anderes ausprobieren. Wir brauchen da Fernwaffen, die haben wir ja nicht. Wir brauchen da einen anderen Zauber. Was war denn das? Beschworene Schwert, Donnerkeil, eisige Schwert haben wir nie. Also irgendwas mit Feuer war das, gell? Verbrennen, genau. Das nehmen wir mal in die Hand. Also den Jungen stört das überhaupt nicht, ist mir gerade aufgefallen. Was ist denn jetzt? Salagnir, Sil, Grodova, Ulze. Sven, Tee, ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab, was ist schlimmer als... Was waren jetzt? Alduin Turi, wo antit vokria srixejun krusik? Gees alabnir karimir, fullus ai dovakin, zu koraf nit noldov doin. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen... Salognir, Krita, Jore. Vorsicht! Aha, alles klar. Und das ist ein Feuerdrache, Leute. Ja, gut, dass wir das jetzt auch wissen. Cool. Wir haben da ja irgendwas mit Eis auch dabei gehabt. Harmonie eisiger Speer. Ich glaube, das könnte hinhauen. Ist das alles, was ihr könnt? Das ist wieder ein Hin- und Her-Geduld. Ich bin Salognir. Hört meine Stimme und verzweifelt. Ich ehre meinen Herrn. Wir verzweifeln da Panik. So ein paar. Nix, ihr habt es geschafft. Das habt ihr gut gemacht. Kommt, so einen wollte ich mir schon lange aus der Nähe ansehen. Ja, und das war's jetzt. Delfin, ja. Au. Schon wieder so nicht. Etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Ja, mittlerweile ist es hier. Seid ihr also wirklich? Ja, es ist hier. Es stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Sind wir? Ja. Okay. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja, bitte, das wäre nett. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Erzähl mal, wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Robert und Elf verabschieden sich gerade auch. Okay, und was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts.
Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Big Black Dragon war das? Ja, nicht schlecht, so heißt nämlich auch. Irgendwas, was man rauchen kann, gell, Jungs? Ich habe diese Drachen, der fliegen konnte, schon mal gesehen. Wirklich? Ja. Wo? Er hat Heldigen angegriffen, als Ulfric vor den Kaiserlichen geflohen ist, genau. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja, wer mag das wohl sein? Die Klingen, wer ist das? Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Aha. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Ja, Glückwunsch, ne? Jetzt hast du Tosita gefunden. Was ist unser nächster Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Hilft mir auf die Sprünge. Wer war noch die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Na, wir haben schon ein Gefecht gehabt mit den Talmoor, keine Sorge. Die sind nicht so unbedingt. Also, wieso denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt, das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Ja, das klingt eindeutig. Weshalb sind die Talmoor hinter euch her? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Ja, leider. Dann müssen wir herausfinden, was die Talmoor über die Drachen wissen. Habt ihr einen Vorschlag? Wenn wir in die Botschaft der Talmoor gelangen könnten. Das ist das Zentrum ihrer operativen Tätigkeit in Himmelsrand. Nur leider ist das Gebäude stärker bewacht als der Geldbeutel eines Geizkragens. Die sind mir, was Paranoia angeht, um einiges voraus. Okay, und wie kommen wir in die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Abgeschlossen, eine Klinge im Dunkeln. Delphin verschwindet. Eine diplomatische Immunität. Trifft Delphin im Flusswald, das werden wir als nächstes machen. Sorry Leute, ihr wisst ja. Und wir machen da nur gerade mal alles klar, noch schnell. Wir nehmen das ganze Zeug mit, ja. Alles mitnehmen, ja. Schuppenhelm hat da was Besonderes dabei. Nee. Das nehmen wir mit. Und das war eine Kriegerin. Ja, möchte ich nur behaupten. Wir sehen uns das nächste Mal dann im Flusswald, Flusslauf. Und ich weiß nicht, ob wir da noch eine Zwischenquest einlegen, eine kleine, vielleicht bei deinen Gefährten und so, aber wir werden einmal diesen Drachen, ja, ein wenig plündern. Und Riffraff, Drachenknochen, Gold hat er auch dabei, ja. Tosita und meine Wenigkeit, ja, werden jetzt da in der Nacht den Heimweg antreten. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht und hoffe, wir sehen uns wieder im Himmelsrand, wenn es da heißt, ja, den ganzen Sachen da auf die Spur zu kommen. Euer Toso. Ciao. Wie euch das Drachenblut naht.
Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.